So, da sind wir bei einer weiteren Folge von Destiny 2. Für mich ist noch der Tag, also der Tag, wo die ersten beiden Folgen kamen, aka die Folgen werden wahrscheinlich erst am nächsten Tag kommen und so, ist alles kompliziert. Ich habe das Problem gelöst mit den Frame Drops. Das ist irgendwie ganz lustig, denn ich hatte irgendwie zweimal OBS offen. Ich weiß nicht warum. Zweimal OBS offen. Ganz komisch. Naja, wir wollen heute weitermachen mit Witch Queen, also Hexenkönigin. Und zwar geht's weiter mit die Enklave. Ach nee, warte, warte mal, ist doch nicht die Basis von uns? Naja, wir wollen mal gucken. Aber da stand ja auch gerade irgendwie was mit einer Mission und so. Okay, da können wir unsere Mission auswählen. Ich habe jetzt mal den Sniper mitgenommen. Wollen wir mal gucken. Ja, ich möchte auf Klassisch spielen. Wir werden, wie gesagt, im Livestream dann die legendäre Variante spielen. Aerys sagt, dass Thronwelten Gedankenreiche sind, die nach den Wünschen ihres Schöpfers errichtet werden. Ich vermute, Savathun hat sich eine Thronwelt aus Licht gewünscht. Alles hier ist davon durchdrungen. Was ich seltsam finde, ist, dass sie hier verletzlich ist. Warum sollte sie uns einfach hereinspazieren lassen? Wir brauchen einen Hinweis darauf, wie sie das Licht gestohlen hat. Okay, ich bin froh, dass der Geist nicht mehr so, ja, überraschend reagiert oder ängstlich oder besorgt, sondern eher so gelassen erstmal und nachdenklich reagiert. Und ich finde es gut, dass keine Frame-Drops mehr da sind. Ich weiß nicht, ich habe jetzt irgendwie seit Stunden die ganze Zeit geguckt, woran es lag. Und dann, ja, wollte ich nochmal gucken. Dann habe ich gesehen, okay, bei meinem Taskfeld, ihr seht da unten immer so eine Leiste, dass ihr da öffnen könnt, dieser Pfeil dort. Und da seht ihr da immer die Autostarts. Und da habe ich gesehen, da waren zwei OBS-Logos drauf. Und da siehst du, dass zweimal OBS offen war. Also die ganze Zeit lief OBS zweimal und ununterbrochen. Hör gut zu. Du darfst nicht hier sein. Hüter sind an einem Ort wie diesem nicht sicher. Wer spricht da? Nun, das muss nicht jeder wissen, Kumpel. Ihr müsst es jedenfalls nicht. Also, wissen. Hört mal, verschwindet einfach, bevor Savathun und ihre Strahleschergen merken, dass ihr hier seid. Bist du von der Vorhut? Hallo? Wir haben ihn verloren. Aber ich kann das Signal zurückverfolgen. Jede Spur ist eine gute Spur, wenn man keine Spuren hat. Okay. Finch, wer ist Finch? Währenddessen in meinem Clan da der nächste Raid vorbereitet wird. Ja. Warum? Wir stecken fest. Aber ich empfange dort drüben mehr von dieser psychischen Energie. Ja, da. Aufdecken. Wie hast du das gemacht? Als hättest du diese Plattformen aus dem Nichts erschaffen. Ja, ich bin halt einfach krass. So. Dann müssen wir hier lang. Genau. Ui, hier ist ein bisschen düster hier am Start. Übrigens, ich will jetzt die ganze Kampagne mit Leere spielen. Weil Leere wurde ja für diese Erweiterung genervt und ich will mal wieder ein bisschen Leere spielen. In der nächsten Erweiterung gibt es ja einen neuen Fokusbaum und da freue ich mich. Da freue ich mich richtig drauf. Gut. Er zeigt dorthin. Da oben. Ich glaube, diese Tür führt uns raus. Wir brauchen nur einen Weg hinauf. Gut, die zeigen mir hier mal die Wege. Das sind solche Wegleiter. Dankeschön, dass ihr mir hier die Wege leitet. Okay, hier durch. Fuck. Ich brauche, glaube ich, ja, ich brauche wieder so einen Aufdecker. Ich spüre mehr psychische Energie in der Nähe. Sie könnte uns helfen, den Weg hier rauszufinden. Ach, das ist psychische Energie. Die geht auf die Psyche.
Oh Mann, ich würde jetzt schon sehen, ich sitze wieder und bis 0 Uhr, damit das Video hochgeladen ist. Ist halt blöd, dass solche Sachen passieren. Aber hey, die Technik mal wieder. Mein Lieblingskollege. Ach ja, ich würde mich freuen, wenn mal bei einem Tag, oder es muss nicht nur ein Tag, sondern sagen wir mal gleich einen Monat, nichts mit der Technik passiert und nichts am Tag passiert. So, perfekte Tage lade ich irgendwie 3 Videos hoch, weil kein Problem da ist. Perfekter Tag. Wenn dann halt irgendwas passiert und vor allem was Technisches passiert, dann ist natürlich blöd. Ich habe gerade genießt. Soll kurz mal hier meinen Sniper benutzen? Nee. Kommt mir nicht zu nah, ihr Motten. Oh. Diese Pflanzen hier. Hey, hey, hey! Ihr versetzt die Schalen auf Ruhe. Genau deshalb habe ich euch gesagt, dass ihr verschwinden sollt. Was weißt du darüber, dass die Schar das Licht nutzt? Warum seid ihr hier? Das muss nicht jeder wissen. Ja, ja. Okay, na gut. Ich sollte das wirklich nicht tun. Aber trefft mich außerhalb der Festung. Seid einfach nur diskret. In Ordnung? Diskret? Das ist aber meine Schwäche. Ich bin eher schön direkt. Ich habe das Wort diskret immer noch nicht so ganz verstanden. Egal. Ah, okay. Das hätte ich mir denken können. Ey, die Gläfe finde ich jetzt schon halt geil. Kommt von der anderen Seite dieses Tores. Wir müssen es öffnen. Ich meine, du kannst hier mit der Gläfe schießen oder halt hier rumhantieren. Was ist das hier für eine komische Disney-Musik, die hier die ganze Zeit dudelt? Das ist halt wirklich wie Disney. Du, 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 du. Ihr habt den Alarm ausgelöst. Die Schar wird über euch herfallen. Was ist aus der Diskretion geworden? Wir versuchen, das Tor zu öffnen. Hört zu, versucht einfach, am Leben zu bleiben, okay? Sobald das Tor offen ist, lauft einfach los. Kannst auch mal deine Kollegen sagen hier, die sollen uns nicht angreifen. Die sind keine Herausforderung für mich. Vor allem, weil sie underleveled sind. Nur 1600. Ha! Das esse ich ja zum Frühstück. Ich meine, das schafft sogar ein Neuling. Ich meine, der Neuling müsste zwar zum New Light Gebäude gehen. Das Tor ist offen. Los! Und dann müsste der halt das 1800 Level Zeug sich da ausrüsten. Und dann, ja, kann er diese ganzen Erweiterungen easy machen. Ich finde halt, selbst beim schwierigen Grad, ich glaube nicht, ist es immer noch zu einfach. Wir gesprochen haben, für die Vorhut arbeitet. Ich denke, es könnte ein abtrünniger Agent der Verborgenen sein. Oder ein verlorener Hüter. Aber vielleicht ist es auch nur Savatun, die ihre Stimme verstellt. Wir werden es herausfinden. Alles der Frage der Perspektive. Die Rune auch hier? Irgendwie komisch. Ah, ich glaube, ich weiß, warum die Rune hier sind. Weil der ältere Mars, der früher ja da war, der hatte ja die Gefallenen. Und wie wir wissen, kann die Dunkelheit die Gefallenen korrumpieren lassen und dann zu Runen erschaffen. Und deswegen sind wir auch Rune am Start. Ah, hier ein bisschen Lore erklären. Okay,
keine schwere Muni mehr. So ein bisschen mit der Sniperhand hier. Ich liebe die Sniper. Noch mehr Schar, die das Licht beherrscht. Augen auf, Hüter. Ich töte die direkt. Oh! Habt ihr die Ulti gesehen? Perfekt. Okay. Haben wir geschafft. Ich weiß nicht, ob ich mich jemals daran gewöhnen kann, dass Geister der Schar dienen. Alle Geister wurden nach dem Untergang erschaffen. Der Reisende ließ uns frei, kurz bevor er inaktiv wurde. Diese Geister hatten tausende von Möglichkeiten, einen Hüter zu wählen. Aber sie haben die Menschheit ignoriert und stattdessen unseren Feind gewählt. Das kann ich ihnen niemals verzeihen. Wir werden die Wahrheit herausfinden. Du? Du hast uns hierher gebracht? Hey, ganz ruhig. Lasst es mich einfach erklären. Erklär dich. Du Schurke. Muhaha. Sprich mit dem rebellischen Geist Finch. Oh, nett, dich kennenzulernen. Davor so richtig wütend und jetzt so, nett, dich kennenzulernen, na? Ich will jetzt nicht Aktivität verlassen. Warum dauert das so ewig? Mach mal hin, ey. Hallo, ja, noch die 5 Sekunden. Bisschen die Waffen rumswitchen. Sieht aber cool aus. Wieso können wir nicht so einen Geist haben, so eine Geisthülle? Bestimmt gibt's die irgendwo zu kaufen, so eine Geisthülle. Kann ich euch jetzt schon sagen. Finchi. Irgendwie wird er mir hier nicht angezeigt. Hallo? Digga, ist das jetzt dein Ernst? Na toll. Serverprobleme wieder. Gut, dann bis gleich. So, next try. Ja, da ist er sogar. Ja, jetzt klappt. Hey, zuerst die Peinlichkeiten, sag ich immer. Der Haufen Asche und Knochen. Also, das war mal mein, weißt du was? Vergiss es einfach. Wie auch immer. Wir wandernden Geister kamen zur Schar, weil wir dachten, wir hätten eine Bestimmung gefunden. Und, naja, Gruppenzwang ist so eine Sache. Nicht wahr? Der Reisende muss das doch so gewollt haben. Doch dann tötet die Schar Hüter mit Licht und du denkst, das soll der Reisende wollen? Echt jetzt? Ich sag dir was, das glaube ich nicht. Nicht mehr. Die Hexenkönigin hat irgendwas vor und, naja, vielleicht kriegen wir es ja gemeinsam raus. Was? Da ist ein alter Schartempel voller Sabaton-Geheimnisse in der Nähe. Mehr weiß ich nicht. Was und wieso? Tja, das ist euer Ding, oder? Und wenn du da bist, funk mich an, aber nur auf sicheren Kanälen. Oh, fast vergessen. Ich heiße Finch. Es ist mir eine Ehre, dich kennenzulernen. Der Finch, der erinnert mich voll an, wie heißt er denn hier nochmal aus Portal 2? Wheatley, genau, Wheatley. Der rebellische Schargeist Finch ist der Ansicht, dass die Schar das Licht nicht verdient. Darum will er dabei helfen, Sabatons Pläne zu enthüllen. Er liefert dir einen Hinweis. In einem dunklen Winkel der Thronwelt gibt es einen verborgenen Schartempel. Gut. Und das Ruflevel, ja, das kennen wir alle schon, ja. Übrigens, hier kann man solche Motten hinplatzieren, die kann man irgendwo auf der Map finden und die hier dann platzieren. Diese Motten könnt ihr im Codex dann einfach nachsehen, wo die sind. So, gut. Will ich jetzt noch weitermachen? Komm, dann machen wir nochmal so ein verlorener Sektor, würde ich sagen. Oder wir werden da oben erstmal die Kiste holen. Hier, gib mal meine Kiste her.
Wow, so gut wie gar nichts drin. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum Leute diese ganzen Patrouillenmissionen machen. So, es bringt einfach gar nichts mehr. Außer wenn es vielleicht die Mission möchte. Ich kann immer noch nicht glauben, dass Savathun das Licht hat. Das Licht ist heilig, Hüter. Es ist die Quelle deiner Macht. Seinetwegen habe ich dich gefunden. Und ich werde nie zulassen, dass die Schar es uns stiehlt. Oh, warum leuchten die eigentlich hier so? Okay, there's no reason why they lightning. Okay, hier können wir wieder was aufdecken. Ah, kann ich ein Schwert holen. Wofür das Schwert ist? Ja. Ist das Schwert jetzt einfach nur so da, oder hat es irgendeinen Zweck? Naja, gucken wir mal, was wir hier aufdecken können. Wahrscheinlich für den verlorenen Sektor. Wir gehen halt noch nicht in eine Mission rein, weil... Ja, ich will eigentlich gleich die Aufnahme beenden, ne? Moment. Machen wir das in der nächsten Folge. Das sieht aus wie eine Höhle, aber es ist keine. Es ist eins der organischen Gebäude der Schar. Weißt du, was das hier ist, Finch? Nein, aber die Schar dekoriert nicht zum Spaß. Wenn sie das hier getarnt haben, dann weil sie der Ansicht sind, dass es sich lohnt, es zu verbergen. Dann werden wir der Sache auf den Grund gehen. Das heißt, das ist keine Höhle, sondern einfach nur irgendwie was Gebasteltes von Savathun. Das heißt, Savathun war im Creative Mode. Der war einfach so schlecht. Tut mir leid. Der muss aber auch sein. Ich meine, was soll ich denn sonst sagen? Die Krone. Gegen die habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Ja, macht das Teil kaputt. Ich kann ja mal gleich den neuen Granatenwerfer spielen. Den ich gar nicht ausgerüstet habe. Ja, geil, warte mal. Dann werde ich den mal kurz holen, den Granatenwerfer. So, wenn ich weitergehe, wo geht's denn hier weiter? Ach, da hinten. Gut, so, hier Warlock. Für mich ein bisschen hier bei... Kennt ihr Infinity? Also, Disney Infinity, da muss man auch mal währenddessen hier irgendwas umstellen. Da hatte man solche Figürchen und die konnte man dann so diese Platte drauf tun. So, das ist der Granatenwerfer, den man auch bei Into the Light sich holen kann. Der Gipfel, den man ja eigentlich bei Forsaken im Carlos Event bekommen konnte, das natürlich jetzt gesandzettelt wurde. So, hello guys. Eat my fucking Granatenwerfer. Stimmt, der Granatenwerfer hat hier so einen geilen Boost, wenn ihr ihn nach oben schießt. Gut. Ach, und das Geile ist, Destiny 2, also Bungie, hat verkündet, dass sie für nächste Season und wahrscheinlich für den nächsten Season, also dass sie gar nicht mehr Waffen sunsetten, was ich mega geil finde. Das heißt, keine Waffen werden mal verloren gegangen, keine mehr zurückgebracht, die dann irgendwie schwacher sind oder so. Nein, sie bleiben einfach dort, wie sie sein sollen. Finde ich schön. Das heißt, die Wackerwaffen wenn wir behalten. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr nice. Meine Beine schlafen gleich ein. Das ist kein Scherz.
Digga, es tut so weh. Es tut so weh. Aua, aua, aua. Gut, wo muss ich denn jetzt lang? Ah, hier rein. Lol, es ist cool belichtet hier. Generell hat das hier so ein Disney-Vibe. Ich weiß nicht warum. Aber diese ganzen Filter, die erinnern mich die ganze Zeit an Disney. Ich weiß auch nicht warum. Nennt mich komisch. Digga, ich hab die Schalhexe gewone-shottet mit der Ulti. So, verlorene Sekte abgeschlossen. Gut, dann, Leute. Will ich hier auch den Part beenden? Wir gehen kurz zurück an die Front. Raus hier aus dieser Höhle. Na, wann ist denn jetzt hier mal Ende? Ah, hier. Endlich wieder Freiheit. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.